Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Tomb Raider 1 beziehungsweise Safe Raider 1. Okay, das ging jetzt relativ schnell. Warte, ich schwimme mal hier eben, ne, und dann mache ich nochmal. Gut, und ne, herzlich willkommen zurück jetzt mal auf chilliger Basis. Kommen wir da irgendwie hoch? Nee, hier auf jeden Fall nicht. Da hinten vielleicht. Ich habe vorhin gespeichert. Warte mal, ich speichere jetzt nochmal, bevor da jetzt gleich irgendwas um die Ecke kommt. Der Palast des Midas, wie auch immer. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Ein wütender Krokodok! Ein wütender Krokodok! Jetzt ganz schön schnell für ein Krokodil. Krokodile sind ja auch sehr schnell. Hilfe! 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 Okay. Ich nutze das Wasser. Wo ist es? Da ist es. Krokodok, komm heraus und zeig dich. Komm heraus und zeig dich. Hau nicht ab. Krokodok ist tot. Gut, gut, dass ich gespeichert habe vorhin, ne? Das habe ich mir nicht schon fast gedacht. Midas, okay, nicht Midos, Midas. Ich wollte versuchen, wenn ich jetzt, einfach nochmal schauen. Nee, ist zu hoch, okay. Ja gut, hätten wir das geklärt. Okay, große, das heißt meistens nichts Gutes, große, lange Gänge. Hier kommen wir hoch, da kommen wir runter, ich gehe erstmal hoch. Schauen wir mal, was sich hier verbirgt. Wahrscheinlich wieder irgendeine Kreatur. Okay. Speichern. Dann schauen wir mal. Okay. Ich schaue mich direkt um. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Ich gucke, dass ich irgendwo hochkomme. Da. Ja. Ja. So. Ich bin oben. Zum Glück können die nicht klettern. Das sind keine Kletteraffen. Zum Glück. Die können zwar springen und so und überall drauf, ne? Aber klettern ist nicht so. Jetzt hauen sie wieder ab. Gut. Das weiß ich nicht, ob das funktioniert. Huch. Auf zu laggen. Das habe ich mir schon fast gedacht. Einmal wieder hoch. So, warte mal, ich speichere nochmal. Hilfe? Nee, so möchte ich nicht speichern. Ich möchte so speichern. Ja, es ist wichtig, wie ich stehe, wenn ich speichere, ne? Das hat einen großen Effekt auf die Kamera. So. Oh, funktioniert nicht. Hallo, Affe! Hallo, Lara. Ja, mach schneller. So, der Affe ist schon mal tot. Komme ich da wirklich nicht dran? Ist das zu weit weg? Oder warte mal, ich kann ja natürlich so versuchen, ne? Ja, das hat funktioniert. Wir speichern direkt mal, da kommt schon der nächste Affe. So. So, tschüss mit dir. Tschüss mit dir. So. Könnten wir da vielleicht dran springen? So, warte, ich hab noch eben Business zu tun. Gut. Okay. Da könnten wir hin, da liegt noch was. Dann mache ich mal den Sprung. Ich glaube, der scheint mir ganz gut. Und dann einmal versuchen so. Hat nicht funktioniert. Da müssen wir nochmal schauen, dass wir nochmal den richtigen Zeitpunkt abwarten. So. Dann nochmal so. Okay. Pass auf, ich speichere direkt mal wieder hier, ne, falls wir jetzt wieder versammeln sollten. Zack. Ja, oh Gott sei Dank. Wir haben schon wieder Munition, aber immer noch keine weitere Waffe. Verdammt, ey. Ja, ich glaube, wir hätten die Waffe schon längst gefunden. Na gut. Ich nehme sie trotzdem mal mit, die Munition. Wer weiß, ne? Vielleicht
haben wir ja irgendwann nochmal das Glück, dass wir irgendwas finden sollten, aber gut. Okay, speichern. Weil da weiß ich jetzt nicht, ob ich den Sprung schaffe. Wieder zurück. Weißt du, wie ich meine? Ja, das haben wir schon fast gedacht. Ich möchte halt... Sorry, wenn ich das hier die ganze Zeit immer mache, ne? Aber ich möchte halt so wenig wie möglich Fallschaden haben. Hä? Was? Hä? Also, das war doch ganz klar. Ganz klar repariert. Ganz klar tauscht aus. Okay, weißt du was? Scheiß was drauf. Hier können wir noch irgendwas rausziehen. Das mache ich einfach mal. Okay, hier können wir nichts rausziehen. Dann lasse ich das mal. Ich schaue mich da hinten erstmal nochmal um. Um hier erstmal vielleicht die Sachen zu clearen, je nachdem, ob wir hier irgendwas haben. Hier ist wieder so ein Moped. Hier könnten wir hoch, das machen wir. Obwohl, das könnte zu hoch sein, ne? Ich bin mir nicht sicher. Ja, es ist zu hoch. Okay. Alles klar, da ist so ein Ding. Ich denke mal, dass da früher oder später irgendwas rauskommt. Ne, dass die nur darauf warten, dass die rausspringen können. Pass auf. Was natürlich jetzt schön wäre, wenn wir jetzt nicht wieder da hochklettern müssten. Ich bin faul. Ich bin faul. Das sage ich ganz ehrlich. Hat ja super funktioniert. Meine Lieblingssprünge. Wer kennt sie nicht? Meine Lieblingssprünge. Oder unsere Lieblingssprünge. Diese hier. Achso, nee, das hat ja so nicht funktioniert. Stimmt. Ja. Aber Springen ist sowieso einer unserer besten Fähigkeiten, die wir hier im Spiel haben. Weil wir sind sehr, sehr gute Springer und sehr, sehr gute Angrabbler. Ne? Angrabbler im Sinne von, wir können die Kanten super gut angrabbeln. Okay, ich speichere hier. So, dann gehe ich mal hier in die Ecke. Und versuche mal darüber zu springen. Boah, das weiß ich nicht, ob ich das schaffe. Das vielleicht. Ja, wir speichern erst. Hier sollten wir wirklich, wie wir es vorhin schon gemacht haben, jedes Mal speichern. Ich glaube nicht, das ist, glaube ich, zu weit. Das könnten wir schaffen. Aber mit Anlauf. Und festhalten. Ja. Und festhalten. Anlauf und festhalten. Da hinten könnte man auch vielleicht noch hoch, aber ich wüsste nicht, ne? Ja. Das habe ich mir schon fast gedacht. Da ist sie nicht gesprungen. Ach mein Gott, diese Springen, ne? Wirklich, also... Oh nein! Scheiße, ich habe davor nicht gespeichert, Mann! Gut. Weil das ist immer so... Ah, ey, Worst Case hier. Ein Worst-Case-Szenario. Okay. Einmal hier so springen. Nein! Och. Das Problem ist, da wo du hinguckst, da springst du dann auch automatisch hin. Spiel laden, genau, wollen wir. Deswegen ist das ein bisschen... Ja, ich hab nicht... Ich weiß nicht, ob ich manchmal gedrückt halten muss. Ich weiß nicht, manchmal ist das ganz komisch. So. Ich drücke nichts. Sehr schön. Wir speichern. Ich glaube auch, dass wir zu viel drücken dann immer, ne? Ich glaube schon. Könnten wir das so schaffen? Nein, das schaffen wir so nicht. Okay. Ja, wir müssen uns ausprobieren. Wir müssen uns ausprobieren. So. So. Genau. Dann könnten wir theoretisch darüber springen. Pass auf. Ne, bevor wir das wieder machen, wir speichern hier wieder. So. Und dann einmal, zack. Aber das ist, glaube ich, zu hoch. Ja, das ist zu hoch. Das bringt uns nichts, wenn wir hier stehen, ne? Hallo, Hilfe? Nee. Gut. Ich probiere mal was ganz Verrücktes. Okay, probiere ich nicht. Ja, gut. Ich mach mal erstmal den in der Mitte. Der scheint mir sehr gut zu funktionieren. Okay, warum kommt die Musik? Pass auf, ich speichere hier mal.
Weil ich denke mal, die anderen zwei sind für Dings. Obwohl, wenn wir eh da oben sind. Pass auf. Wenn wir eh da oben sind, können wir die... ich weiß auch nicht, ob die direkt rauskommen, ne? Aber vielleicht ist auch noch ein Secret. So, ich drück einfach mal alle runter. Zack. Vielleicht sterben wir gleich, aber ne, man weiß ja nicht. Es hat nichts bewirkt, ne? Ja, ich denke mal, wir kriegen gleich auf den Sack, wenn wir da rauslaufen. Wir kriegen gleich sowas auf den Sack, wenn wir hier rauslaufen. Ah, schon mal Sicherheitsmaßnahme. Ich weiß ja nicht, ob die Dinger jetzt aufgehen oder ob wir ziehen müssen. Ich traue mich mal ran. Oder müssen wir ein spezielles Muster machen? Das kann sein. Ja, das kann sein. Okay, wir haben 5 Dinger. Wir können ja gleich da wieder das Spiel laden, ne? 5 Dinger, 4 Sachen. Wenn wir ausgehen... Okay, die Frage ist natürlich, was ist zu... Ich mach mal erstmal den da. Pass auf. Ganz links haben wir das eine Ding. Pass auf. Ich mach mal nur den hier. Mal gucken, ob das Ding aufgeht. Dann haben wir es nämlich rausgefunden. Und es geht auf. Okay. Die Ys heißen ja und die anderen heißen zu. Die Ys. Die Ypsilone. Gut, hier machen wir auf. Wir speichern direkt mal, ne? Weil wir wissen ja jetzt nicht, was da raus gestürmt kommt. Gut, das ist aber schon mal gut zu wissen. Ne, dann haben wir wenigstens einen Anhaltspunkt, wie was funktioniert. Hier brennt es. Feuer. Feuer ist meine Leidenschaft. Was ist denn da unten? Ratten. Sind das wirklich Ratten? So. Die zwei sind tot. Eine hatten wir da hinten noch. Okay. Ja, spannende Musik. Wir müssen wahrscheinlich irgendeinen Hebel wieder betätigen, aber ich weiß nicht. Da ist die dritte Ratte. Die ist auch tot. Okay, pass auf, wir speichern. So, und dann gehen wir rein. In der Hoffnung, dass das alle Ratten waren. So. Schauen wir mal. Kann sein, dass hier auch noch irgendwas anderes ist, aber man weiß ja nicht, ne? Und ich glaube, das waren die. Okay, die Frage ist natürlich, wo ist jetzt das, der Schalter, wie auch immer. Kommen wir hier irgendwo rein? Nope. Ich dachte eigentlich, wir müssen das Feuer irgendwie auskriegen. Aber irgendwo da dran springen können wir nicht, ne? Ich schaue mich nochmal um. Kann sein, dass wir hier irgendwo einen Schalter haben, irgendwo einen Hebel, wie auch immer. Ich aber gerade zu doof bin, um den zu finden. Nee, da kommen wir nicht hoch. Die Frage ist natürlich auch, ob wir das jetzt hier in dem Raum machen können. Dass es das Feuer ausgeht. Oder müssen wir wirklich da drauf springen und hoffen, dass wir nicht gebrutzelt werden? Das ist natürlich eine berechtigte Frage. Ich meine, die Ratten haben wir getötet, dann mache ich das erstmal, ne? Dann mache ich erstmal hier Speicherkuss. Also wir müssen wieder von vorne anfangen. Okay, la 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 la. Einmal 117 überschreiben.
Ah, okay. Jetzt ist es aus. Die Frage ist, für wie lange? Mist, wir hätten es fast geschafft. Scheiße. Wir hätten es fast beim ersten Mal geschafft. Okay, wir probieren es nochmal. Oh, ah ja, okay, da hätte ich vielleicht nochmal warten können. Pass auf, da hätte ich vielleicht nochmal warten können. Weil wir, ich denke mal, dass das Feuer irgendwann wieder angeht, aber... Ne, wenn wir das erstmal bis dahin schaffen und dann erstmal kurz warten. Uns nochmal neu. Ach, scheiße, ich wollte. Ach, Mann. Ja, ich wollte uns nochmal kurz in Position bringen. Ne? Ich weiß halt nicht, ob das geht, wenn wir in einmal durchlaufen. Das weiß ich halt nicht. Okay. Ja, wir werden da wohl, glaube ich, noch ein paar Versuche für brauchen, aber das kriegen wir schon hin. Ne, das ist jetzt nicht so, wo ich sage, ah, Mensch, das ist ja unmöglich. Die Frage ist halt nur, ob wir dann... Mist. Ah, ich will halt... Ach, ich will immer pixelgenau, will ich abspringen. Wir könnten natürlich, wenn wir jetzt hier sind, könnten wir eben mal einen Speicherstand machen. Einfach mal nur so, aus Just for Fun. Und dann mal schauen, ob wir es so vielleicht hinbekommen. Da ist das Feuer wieder an und ich kriege Schaden. Das funktioniert aber, egal, dann haben wir ein bisschen Schaden jetzt bekommen, aber wir sind durch. Oh, ich brenne. Ich brenne zu Tode, ne? Okay, wir müssen durchspringen. Wir müssen definitiv durchspringen. Einfach zu Tode geburnt. So. Ja, das ist jetzt hier schwierig. Ja. Da nämlich jetzt den richtigen Zeitpunkt zu treffen, ne? Weil ich kann ja auch nicht die ganze Zeit jetzt hier Leertaste spammen. Das funktioniert nicht. Das hat nicht funktioniert. Okay. Das kriegen wir hin. Komm. Ganz ruhig. Konzentriert. Konzentriert, konzentriert. Ich weiß nicht. Ich manchmal, ich glaube, ich habe manchmal das Gefühl, ich muss einfach so fest auf die Taste drücken, dass das akzeptiert. So. So. Na, scheiße, das war wieder Mist. Pass auf, ich muss anders springen, weil das ist viel zu kurz die Zeit. Ich muss da ein bisschen mit einplanen. Das funktioniert noch. Aber dann hier nochmal ein bisschen so. Und dann hier in der Hoffnung, dass sie sich festhält. Und dann einmal hier ganz schnell. Okay, sehr gut, haben wir. Ein Silberbarren. Nice, da können wir ein Diamantschwert, wollte ich schon sagen. Pass auf, ich fange dann wieder von hier an. Da können wir ein Eisenschwert draus machen. Gut, ich gehe hier. In der Hoffnung, dass hier keine Dinger aufgehen und hier nichts rauskommt. Die Ratten haben wir ja erfolgreich getötet. Uah. Kann man eigentlich, warte mal, ich will mal kurz gucken. Kann man eigentlich, jetzt haben wir gerade ein bisschen Zeit. Schneller schwimmen? Nee, ne? Nee, schneller schwimmen geht nicht. Gut. Dann ist das Beste, wenn wir immer tauchen. Dann kommen wir da nämlich durch. Einmal nach oben. Ich speichere direkt, weil ich habe das Gefühl, dass da vielleicht jetzt gleich irgendwas wieder gespawnt ist. Schauen wir mal. Ich springe durch. Nein, ist nichts. Okay. Dann lass uns mal den anschauen. Das eine ist bekritzelt. Abgebrochen. Aber ich glaube, das ist ein... Das könnte ein Y sein. Dann müsste der offen sein. Zu, offen, offen, zu. Also... Runter, oben, runter, runter, oben. Runter, oben, runter, runter, oben. Wir schauen einfach mal. Runter, oben, runter, runter, oben. Runter, oben, runter, runter, oben. Okay. Runter, oben, runter, runter, oben. Schauen wir mal. Wir probieren aber mal. Runter, oben, runter, runter, oben. So, einmal hier. Da müsste das Ding nämlich gleich wieder zugehen. Und dafür das auf. Nee, das ist es nicht. Ja. Was ist denn hier los? Was, oder ist ein anderes aufgegangen? Hallo? Hallo, Affe?
Kommt der hoch? Ich glaube, der kommt hoch, ne? Nee. Tschüss, Affe. Gut, der Affe ist tot. Dann könnte es heißen, wenn wir das von rechts lesen, einer unten, oben, oben, dann müsste der auch mit hoch. Das wäre die einzige Möglichkeit. Ja, es funktioniert. Okay. Speichern. Zack. Schauen wir mal, was uns da erwartet. Oh Gott. Aber das mit Feuer, das fand ich ganz echt, gerade echt cool. Ich meine, das war relativ im Gegensatz zu anderen Sachen, ja, mussten wir ein bisschen überlegen. Aber es war schon ansprechender. Das wird ein Kampf werden, ne? Das sieht aus wie ein Kampf. Oder? Ist das einfach nur Zierde? Was ist das denn? Ein Grafikbug! Ja, unser erster Grafikbug! Ah, unser erster Grafikbug. Schön. Kann man hier durch? Nee. Aber schön, haben wir ihn auch mal. Unseren Grafikbug. Okay. Speichern. Ich weiß jetzt nicht, was kommt. Dann gehen wir mal hier durch. Links, rechts ist offen. Das heißt nichts Gutes. Da können wir runter, da können wir hoch. Ich gehe erstmal hoch. Runter ist mir immer ein bisschen zuwider. Gott. Wäre die Kamera nicht so blöd, dann, ne? Kamera ist manchmal echt blöd. Okay, dann sind wir hier. Ich schaue mir das erstmal kurz an, weil wenn das wirklich so sein sollte, dass wir hier dann vielleicht flüchten müssen gleich. Warte mal, ich mach mal den hier. Es kann sein, dass wir, ja, warte mal, jetzt muss ich mal aufpassen. Ich bin raus. Ja, okay. Pass auf, ich speichere hier oben nochmal. Ne, sicher, sicher, damit wir gleich, ne, dann wissen wir auf jeden Fall, was auf uns zukommt. Könnte sein, dass wir flüchten müssen, dass die Tür dazu ist und dann einfach jumpen. Leben müsste es aushalten. Müssen halt schauen, dass wir nicht von oben dann nochmal extra springen. Ne, das wäre auf jeden Fall gut. Was? Noch ein Grafikbug. Schön. Was ist das denn? Okay, das können wir. Können wir es ziehen? Können wir es schieben? Okay. Oh, was? Was? Ah, jetzt ist wahrscheinlich die Stele runtergegangen, ne? Aber ich habe mich echt extrem erschrocken, sage ich dir. Oh, mein Herz. Mein Herz, es schmerzt. Ja. Okay, aber das schaffe ich doch nie im Leben. Warte mal. Ist es möglich von da? Nee. Aber ich kann hier runter, oder? Pass auf, ich speichere hier mal. So, und dann mache ich einfach mal den hier. Das war nicht schlau. Wir gehen einfach mal runter, was soll der Geiz? Komm, wir sind ja nicht bequemlich, ich wollte es einfach nur mal ausprobieren. Vielleicht ist das hier auch einfach nur zum Gucken, wer weiß. Weil den Sprung, ich glaube, da komme ich sowieso nicht drauf, weil wenn ich da drauf kommen würde, würde ich direkt wieder abstürzen, weil das so schräg ist. Gut. Oder natürlich, ich muss das irgendwie machen. Nee, okay. Ah, okay, ich verstehe. Nee, okay. Da kommen wir her. Ah, so ein Ding ist das also. So ein Ding ist das also. Okay. Renn doch. Was ist los? Warum rennt sie denn nicht? Okay, das wird jetzt ein bisschen. Okay, das ist auch. Das ist jetzt Kategorie schwierig. Weil das muss man. Da müssen wir jetzt echt schauen, wie wir es machen. So, das hat funktioniert. Dann wahrscheinlich von hier dahin. Okay. Und von hier dahin.
Pass auf, ich speichere direkt, ne? Weil ich habe nämlich das Gefühl, dass wir jetzt direkt runterbaseln. Das hat funktioniert. Ganz locker, Lara. Ganz, ganz locker. So. Dann einmal hier rüber. Ah, Mädchen. Hast du das gesehen, wo sie hingesprungen ist? Das, ne? Solche kleinen Tricks werden hier gemacht. Solche kleinen Tricks. Aber das hat uns jetzt nicht irgendwie die Möglichkeit gegeben, irgendwo noch anders hinzuspringen, ne? Nee. Wahrscheinlich doch, aber ja, du weißt ja. Gut. Wir sind da. Hallo. Hallo, ist hier jemand? Ein Krokodil zufälligerweise, der in den Schluchten verschwunden ist. Das in den Schluchten verschwunden ist. Der in den Schluchten verschwunden. Der Krokodil. Ah, ja, apropos Krokodil. Apropos Krokodil. Ja. Jetzt schauen wir mal. Okay. Das schauen wir uns nochmal genauer an. Okay. Da ist schon die Affenbande schon wieder. So. Okay, ich kann da rüberspringen, ne? Okay, pass auf. Wir probieren es einfach mal. In der Hoffnung, dass es funktioniert. Da ist schon wieder die Affenbande. Jetzt stirb doch mal! Da ist der nächste Affe. Na, gib danach. Hallo, Affe. Ich glaube, ich bin zu weit weg. Was? Was ist denn jetzt los? Hallo? Hä? Was? Was passiert hier? Sag mal. Wo kommen die Fledermäuse her? Okay, ich muss hier weg. Was ist hier gerade passiert? Hallo, Kamera. Kamera? Was ist das? Oh, hallo, Lara. Du siehst heute mal wieder entzückend aus. Okay. Die Kamera macht mir einen Strich durch die Rechnung. Das wird wahrscheinlich der unten sein. Da haben wir noch einen Krokodok. Okay, wir haben hier alle versammelt. Heute ist Betriebsversammlung. Heute ist hier wirklich Betriebsversammlung. Okay, der Affe ist gestorben. Naja, wir haben unten noch einen Affen, aber ganz ehrlich. Den werde ich nicht treffen können. Ich kann es ja mal versuchen, aber ich denke mal nicht, dass ich... Pass auf, bevor ich jetzt irgendwas anderes mache, wir haben zwar... Nee, warte mal. Wir haben jetzt Leben verloren. Ich nehme mir... Wir haben, komm mal, wir haben 6 Stück. Ne? Und dann speichere ich direkt mal... Sicher, sicher. Wo kamen die Fledermäuse her? Das ist ja wie im Zoo. Ist der immer noch da unten? Kann ich den irgendwie... Ach, guck mal, da liegt auch noch was. Ja, okay, aber da komme ich so nicht runter. Pass auf, ich wollte nämlich hier hinten jetzt mal lang gehen. Ich hoffe, ich merke mir das. Die Affen haben wir tot. Es sind jetzt nur noch die 2 Krokodile drin. Ich weiß jetzt nicht, ob wir den einen schon gut erwischt haben. Das werden wir jetzt gleich sehen. Ja, wir müssen da lang schwimmen, ne? Das ist das Problem jetzt gerade. Ich weiß halt nicht, ob die jetzt nochmal rauskommen. Da sind sie. Krokodil, komm her. Das ist tot. Sehr schön. Eins haben wir schon mal ausgeschaltet. Ausgeschalten, ne? Da ist das nächste. Das ist auch tot. Sehr schön. Okay, ich möchte versuchen eben hier, ne? Weil das sieht mir so aus, als könnten wir hier hoch. Da kann man doch mit Sicherheit... Da kannst du mir doch erzählen, was du willst. Kann man hier nicht hoch? Mann, ich dachte, das wäre... Aber ich will hier nochmal schauen. Okay, da kann man wirklich nicht hoch. Ja, von da kommt man irgendwie runter. Man... Ja. Und dann da halt. Und dann da und dann da und dann ist man da unten. Oder beziehungsweise... Ach, guck mal. Die treffen wir leider nicht, ne? Nee. Gut.
Pass auf, ich speichere nochmal die Krokodile. Ich hoffe, das waren die... Nur zwei Krokodile, die beiden letzten. So. Hier können wir hoch. Was haben wir denn da liegen? Es ist wieder Munition und ein Medipack. Okay. Hallo? Hallo? Kommt sie da jetzt wirklich nicht hoch? Willst du mir das jetzt gerade mitteilen? Dass sie da nicht hochspringen kann? Ich glaube, das will mir das Spiel gerade mitteilen, dass sie da nicht hochspringen kann. Okay. Warte mal. Ich mach mal hier eben den Schnellexpress. Gut, einmal hoch. Ja. Ich speichere mal. Okay, ich dachte, sie kommt da wirklich hoch. Hätte ich jetzt vermutet. Was? Was war das denn jetzt hier? Was war das denn jetzt für eine Action? Okay, da. Die Frage ist, fällt sie direkt runter? Weil ich bin ja jetzt gesprungen. Oder können wir da jetzt einfach ganz... Ich will es einfach mal ausprobieren. Na gut, wir müssen schon... Oh Gott, das ist ja mega schwierig. Ach du Heilige. Ach du Heilige. Aber hier kommen wir... Ja. Das macht viel Sinn. Okay, wie machen wir das denn jetzt? Ja, wir müssen halt versuchen, von da... Von hier direkt da hinten ganz rechts in der Ecke zu springen, ne? Weil hier komme ich nicht hoch, ne? Ja, das ist natürlich jetzt... Das ist natürlich jetzt scheiße. Wenn nicht, also ganz ehrlich, ich probiere das jetzt ein paar Mal noch. Aber wenn sie es echt nicht schaffen sollten, dann lasse ich es einfach. Naja, natürlich würde ich die Sachen gerne mitnehmen. Ich meine, von da kommen wir nicht rüber. Warte mal. Können wir kurz ausprobieren, ob wir von der Seite rüberkommen, aber ich glaube nicht, ne? Nee. Okay, wir müssen da lang. Ach, guck mal, und da sind die... Ah, okay, ich verstehe. Die Frage ist natürlich... Können wir hier ein bisschen... Ja, sie, ja, ich muss das echt... Das Problem ist mit der Kamera, ne? Wäre die Kamera nicht so blöde, dann könnte man das irgendwie besser koordinieren. Aber sie springt halt immer dahin, wo die Kamera hinzeigt. Und das ist halt immer so ein bisschen, ja... Aua. Ja, ganz ehrlich. Obwohl, ich hätte es gerne. Ich hätte es gerne, ne? Komm, ich probiere das jetzt noch einmal. Und wenn nicht, dann, ja... Dann lassen wir es einfach. Weil bis ich das hier geschafft habe, klar, ich könnte das jetzt die ganze Zeit versuchen, bis ich es geschafft habe und dann wieder, ne, über einen Zeitraffer. Ja, okay, komm. Ich verstehe auch nicht, warum sie nicht einfach hier dran geht. Ja, es ist ein kleines Medipack und Munition, für die wir keine Waffe haben. Gut. Dann lassen wir das einfach. Ne, wäre schön gewesen. Oh, hab ich mich erschrocken. Wäre schön. Alter. Wäre schön gewesen, Collectible, aber gut, funktioniert nicht. Und hier kommen wir auch nicht hoch, ne? Dass man da nicht hochkommt, das sieht doch perfekt aus, als würde man da hochkommen. Vielleicht muss ich noch mehr Anlauf nehmen. So, zack. Und dann einmal festhalten. Okay, es funktioniert nicht. Okay. Die Frage ist natürlich, wie kommen wir jetzt am besten hier runter, ohne dass wir sterben? Das ist eine berechtigte Frage, mein Freund. Vielleicht hier vorne irgendwo? Ich meine, da haben wir ja noch ein Collectible, aber... Naja, da vielleicht, ne? Ich weiß halt nicht. Pass auf, ich speichere hier mal. Vielleicht können wir es ja so machen, dass er sich dann festhält. Ich weiß es nicht. Nein, tatsächlich nicht. Aber es ist ein Secret. Gut, was haben wir hier alles? Oh, ganz schön viel. Gut. Ein bisschen Leben haben wir. Ein bisschen. Es war tatsächlich auch ein Geheimnis, ne? Haben wir gerade mitbekommen. So, ich mache einfach den hier.
Okay, ich muss da runter. Ja, komm. So. Den haben wir. Pass auf. Damit die auch noch mal ein bisschen in Action kommt. Ne? 8 Schuss haben wir ja noch. Gut, die Löwen sind, glaube ich, da unten. So, und dann mache ich nochmal den hier. Den Affen haben wir jetzt weg. Aber der eine Affe ist hier, glaube ich, reingerannt. Kann das sein? Nee. Hallo, Löwen? Löwen? Na gut, schauen wir uns erstmal um. Hier hinten in der... Aha. Ja, schau mal einen an. Das habe ich mir nicht schon fast gedacht. Zack. Ach, ich kann mich ärgern, dass wir das klein... Ja, aber... Das hätte echt zu lange gedauert. Bis wir da durch sind. Ja, ganz ehrlich. Dauert zu lange.